So, da sind wir. Golden. Da sind wir. Jetzt sind wir hier oben angekommen. Das wollen wir jetzt fahren. Und da steht unser Hut. So, guten Morgen. Wir sind schon wieder unterwegs. Und zwar zum nächsten Col. Und das ist der Col de Lautere. Und es sind jetzt noch 4 Kilometer und wir haben gedacht, sieht schon so schön aus hier. Dann nehmen wir doch mal kurz die Strecke auf. Super Wetter vor allem. Ja, vor allen Dingen super Wetter, ja. So. So, angekommen am Col de Lautere. Also das ist schon wirklich wieder mal ein reines Augenkino. Das ist der Hammer. Natürlich jetzt noch bei dem grandiosen Wetter. Es war ja die letzten Tage immer so ein bisschen, naja. Aber ich will mich nicht beschweren, weil es trotzdem super toll von den Eindrücken her war bis jetzt. So, da sind wir. Col de Lautere. Da steht gar nicht, wie hoch der ist, oder? Sehe ich das nur nicht. Nee. Ist nicht schlimm. Irgendwas mit. Haben wir wieder eingeschlafen. Ja, genau. Und jetzt wird Markus uns da noch verewigen. Super. Da sind wir. Yeah. Ich muss das einfach noch mal aufnehmen, weil ich es so mega großartig finde. Wie viel Schnee da noch liegt, ne? So, und hier. Wenn man jetzt hier lang schaut, Moment, ich mache das mal so. Da steht schon, dass man auch auf den Col de Galibier hoch kann. Wir haben gedacht, das geht nicht. Im Internet stand, der hätte noch geschlossen. Jetzt freuen wir uns umso mehr. So, jetzt wird gefrühstückt. Bis später. Jetzt geht's hoch zum Col de Galibier. Wir fahren den genannten Pass hoch und wir fanden die Strecke einfach so grandios, dass wir einfach nicht anders konnten, als das halt aufzuzeichnen und jetzt auch hier halt zu verarbeiten. Ich will damit nur schon mal vorwarnen, dass jetzt ein bisschen Fahrvideos zu sehen sein werden. So, ich versuch's mal einzufangen. Ist der Hammer hier. Da stehen wir. Also sehr cool.
da sind wir gerade hochgekommen. Ich drehe mich jetzt einfach mal. Da kommen jetzt ganz viele aus dem Tunnel gerade. Über den Tunnel werden wir auch gleich ausweichen müssen. So. Also wir können nur sagen, es ist einer mit der echt coolsten Augenkino-Plätze, Pässe, wie auch immer, bisher der Tour, ne? Kann man so sagen. Ja. Wir sind ein bisschen traurig, dass wir jetzt nicht ganz nach oben kommen. Wir hätten nämlich das auch mit dem Fahrrad gemacht, aber naja, was will man machen? So ist es eben. So, eigentlich könnte man jetzt hier noch weiter fahren, aber es ist heute gesperrt. Selbst zu Fuß darf man nicht und mit dem Fahrrad darf man auch nicht, weil wir glauben, dass ganz da oben, jetzt sieht man das, bis dahin würde man dann wohl noch kommen. Schätze ich mal. Aber für uns ist hier Schluss. Aber wir sind ja jetzt auch hier. Das ist schon in Ordnung so. Es ist so auch ziemlich total cool. So, wir haben uns jetzt nochmal umentschieden und gehen jetzt doch zu Fuß da hoch, weil hier stehen Bauarbeiter und die haben gesagt, das ist kein Problem. Das ist zwar jetzt da noch so runter, aber also die Schranke ist noch unten, aber man kann da locker hochgehen. Das machen wir jetzt. Da werden wir jetzt lang gehen. Da sind sie am Erzählen, dass man es doch machen kann. So. Die Einschränkungen hätte für uns so oder so gegolten, denn Fahrzeuge über 3,5 Tonnen dürfen den Pass nicht bis ganz nach oben fahren. Die müssen nämlich kurz vor der Passhöhe in diesen Tunnel ausweichen. Das wollte ich noch eben als Zusatz mal mit anbringen. Das ist nämlich wichtig, dass man das weiß. Und da wir mehr als 3,5 Tonnen haben, sind wir halt zum Glück noch zu Fuß da hochgekommen. Und das war aber auch wirklich wunderschön. So, jetzt sind wir hier oben angekommen und jetzt haben wir auch kapiert, warum unten noch das Geschlossenschild steht, zumindest für Fahrzeuge. Das zeige ich jetzt gleich. Hier sind wir und wir haben natürlich auch unser Foto vom Schild bekommen. Viele Radfahrer sind gerade mit uns hier angekommen und ich zeige es jetzt mal von der Perspektive ohne uns, ne? So, und jetzt kann man hier sehen, hier ist noch total viel Schnee auf diesem Weg, den kann man jetzt halt einfach gar nicht mehr entlang. So sieht es dann aus, wenn man aus dem Tunnel rauskommt, wenn man da durchgefahren ist. So, und landschaftlich, ja, was soll ich sagen? Da ist das Schild, Berge, 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 wo man hinschaut. Ein Traum, einfach nur ein Traum.
So, jetzt sind wir wirklich ganz, ganz oben. Und da ist dann auch wieder so ein Hinweisschild. Krieg das jetzt nicht hier besser drauf, wo dann halt wieder beschrieben ist, welche Berge wo sind. Großartig einfach nur. Jetzt ist mit T-Shirt doch was frisch geworden, ne? Mit Langarmshirt drunter geht. Ja, wenn man so ein bisschen geschwitzt ist. Ja, das ist blöd. Ich mache noch mal einen kurzen Schwenk hier. Ja, ich bin absolut geflasht. So genial. Und natürlich bei dem Kaiserwetter Hammer. So, wir machen jetzt hier eine Rast. Es ist grandios hier oben. Ich weiß, dass wir das schon 30.000 Mal gesagt haben, ne? Aber es ist einfach, also wer Berge liebt, wer Pässe gerne fährt, dem können wir nur empfehlen, fahrt die Route Grand Alp. Also, die ist einfach nur traumhaft. Traumhaft, ja, wirklich. Und gerade dieser Pass hier, der Galibier, das ist schon echt ein Träumchen. Jetzt hat man natürlich, haben wir heute richtig Glück mit dem Wetter, ne? Und unbedingt das letzte Stück hochgehen. Da ist für Wohnmobile gesperrt, für Autos weiß ich jetzt nicht. Fahrradfahrer war heute gesperrt. Also das letzte Stück auf jeden Fall hochgehen und oben mal angucken. Auf jeden Fall machen. Wir hatten jetzt Glück, dass wir doch hier hoch konnten. Erst war ja, also die Schranke ist ja unten. Ja. Aber zum Glück standen da halt Bauarbeiter, die gesagt haben, dass man halt hier hochgehen darf und auch die Fahrradfahrer. Nur Auto, also motorisiert gar nicht. Ne? Okay, ja, wir genießen jetzt noch die Zeit hier oben. Es ist wirklich wunderschön und schauen mal, ob wir uns später noch sehen oder morgen. Bis dahin. Bis dann. Tschüss. Occupied, man, I was on a high. I could run forever to get a minute, just a minute of.
So, wir haben unsere Wanderung beendet. Es war wirklich ein Traum. Ich glaube, ich sag's jetzt zum 3.000.000. Mal an der Stelle. Ja, dann haben wir uns auf den Weg gemacht zum nächsten Col und mussten natürlich dann auch durch den Tunnel fahren. So, wir sind ja hier am Col de Telegraph. Da haben wir eben auch das Foto gemacht und dann sind wir hier gegenüber. Also hier ist das Schild und direkt gegenüber ist diese ganz, ganz tolle Bar. Und ich kann nur empfehlen, wenn man hungrig ist, sollte man hier anhalten. Wir haben hier gerade eine Pizza gegessen und die war einfach nur Weltklasse. Also können wir wirklich nur wärmstens empfehlen. Leider war es das mit unserer Reise. Unser Auto springt nicht mehr an, da steht schon.